Hubert, wir sind hier, um eine GTS zu testen aus dem Jahrgang 2017. Bevor wir auf die GTS kommen, würde ich mich dafür interessieren, was bei Vespa generell neu ist 2017. Bei Vespa ist generell neu die Euro 4, aber das Wesentliche bei Vespa ist natürlich nicht die Euro 4, sondern ist das Style, ist das Design. Amore! So ist es, genau. Es ist ja ein Lebensgefühl, Vespa ist ein Lifestyle. Und das unterstützt heuer Vespa mit ganz neuen Farben, wie eben dieses Hellblau, ein Metallic-Grün und auf der Supersport dann auch noch ein spezielles Gelb-Matt, ja. So ist es. Also wir sind für den Primavera und für den Sommer gerüstet. Ja, genau. Da sind wir in der Nähe von Kuppelskirch in einem Weingebiet und wir verkosten den 2017er Jahrgang von Vespa, eine GTS 300. Hauptkriterium der heurigen Vespa ist natürlich der Euro 4 Motor. Der Motor musste modifiziert werden, um den Abgasbestimmungen gerecht zu werden. Zu den Modifikationen gehört bei diesem Modell hier auch der Akrapovic Auspuff, der auch die Euro 4 Norm erfüllt, sofern nicht böse Buben irgendwelche Änderungen vornehmen. Jedenfalls darf dieser Akrapovic legal gefahren werden. Leider sind die Markus Watzakschen Prophezeiungen des Sommers nicht ganz eingetreten. Wir haben uns also heute eher warm anziehen müssen. Ich bin heute ausgestattet mit Handschuhen und Jacke von Ducano Urbano. Ducano Urbano stellt Urban Wear her, vor allem Jacken und Accessoires für Rollerfahrer und auch Motorradfahrer. Ich habe heute das erste Mal eine solche Jacke an. Ich muss sagen, ich bin eigentlich begeistert. Sie ist dünn, aber sehr warm. Es hat vielleicht 8 oder 9 Grad. Ich habe nicht gefroren, sie ist gefüttert, total angenehm und ich komme nicht irgendwie deppert vor, wenn ich jetzt in ein Lokal gehen würde, in ein Café oder in ein Restaurant. Optional ist kann diese Jacke mit Protektoren ausgestattet werden, die sind momentan nicht drinnen. Ellbogenprotektoren, Schulterprotektoren und auch ein Rückenprotektor ist bei der Jacke möglich. Mein neuer Helm fürs Vespa-Fahren, ein super cooler Momo mit Carbon-Applikationen, mit Windschild im Pilotenlook des F-14-Jägers und sogar einer Sonnenblende. Ich würde sagen, ein extrem cooler Helm. Ich liebe es, mit der 300er zu fahren. Sie ist bullig, sie ist kraftvoll genug, sie hat einen super Durchzug, auch zu zweit. Die 300er ist irgendwie ein Herzstückerl. Ja. Die macht so viel Spaß, man kann sie in Österreich an die 9 bis 10 Monate ohne Probleme fahren. Es werden sich einige von euch denken, ja, Euro 4 Motor ist zugeschnitten und so weiter. Also so ist es sicher nicht. Der Motor hat ein neues Mapping bekommen. Er ist stärker auf Drehmoment ausgelegt und geht wirklich saugut.